Nachlassendes Wachstum reichte nicht aus, um die RBA zu weiteren Zinssenkungen anzumuten. Simon Smith von FX Pro ist an der Leitung, um seine Prognosen für das Paar australischer versus US-Dollar zu teilen. Simon, der Aussie-Dollar, wusste nicht, wie er auf die RBA-Rhetorik reagieren soll, die weitgehend als falkisch gedeutet wurde. Wie interpretieren Sie die Ankündigung und welche Richtung wird das Paar in Kursfrist nehmen? Ich glaube, der australische Dollar hat seine Dynamik angesichts der Abwärtsrisiken für das australische Wachstum weitgehend verloren. Deshalb klang die Ankündigung der RBA eher nicht so hawkisch, sondern weniger dovish als erwartet. Der Markt hat auch auf keine weitere Lockerung gehofft. In der Kurzfrist dürfte sich die australische Währung relativ gut fühlen. Am Freitag erfahren wir die NFP-Daten. Ich glaube aber nicht, dass sie uns den Schlüssel zur Zinsentscheidung der Fed im Dezember geben werden. Wir erwarten eine leichte Erholung von den niedrigen Zahlen vom letzten Monat. Kurzfristig erwarte ich einen Anstieg des australischen Dollars. Am vorigen Mittwoch erfuhren wir, dass das Handelsdefizit mehr als erwartet zurückgegangen war. Einige glauben, es könnte einen erheblichen Einfluss auf das Wachstum oder sogar auf die BIP-Quartalsdaten haben. Analysten rechnen mit 0,8%. Entspricht das ihren Erwartungen? Der Wirtschaft geht es wirklich gut. Ich erwarte keine weitere Lockerung durch die RBA, was dem australischen Dollar ein gesundes Niveau gegen das Jahresende ermöglichen sollte. Anfang September zog er unter 70. Anfang Oktober blieb er auf demselben Level. Allerdings kann er unter 70 sinken. Der australische Dollar konnte den Boden in den nächsten 2 bis 3 Monaten erreichen. In 12 Monaten erwarten sie bereits 68, im Jahr 2015 wurde im September 69 verzeichnet. Was könnte den Wechselkurs auf dieses Niveau in einem Jahr bringen? Und welche Schwächen sind nicht aus den Augen zu verlieren? Insgesamt hat sich der australische Dollar in den letzten Jahren abgeschwächt. Dies lässt sich auf die Konjunkturabschwächung in China zurückführen. Doch dies ist nicht die schwächste Stelle im Moment. Das Land hat längst die Abhängigkeit vom Rohstoffboom in China erkannt und bemühte sich um Diversifizierung. Diese Bemühungen haben sich positiv auf die Handelsdaten ausgewirkt. Simon, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank für Ihre Zeit und Kommentare. Das war's für heute. Bleiben Sie mit uns. Auf Wiedersehen.